Hi ihr Lieben, willkommen bei Yesilicious. Wir werden heute wieder ein asiatisches Gericht machen, auch wenn ich so ein bisschen bezweifle, dass man das in Asien so gut kennt bzw. oft isst. Und zwar handelt es sich um Chop Suey. Das werden wir heute mit Nudeln, bisschen Fleisch und Gemüse zubereiten. Und man munkelt ja, dass Chop Suey von den eingewanderten Asiaten in Amerika erfunden wurde, damit es den Amerikanern ein bisschen besser gefällt. Ob stimmt, keine Ahnung. Ich habe Chop Suey jetzt auch in Asien persönlich noch nicht gegessen, gesehen. Aber Asien bzw. China ist ja groß. Auf jeden Fall werden aber dafür asiatische Zutaten verwendet. Und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Und dafür fangen wir mit dem Fleisch und den ganzen Soßen und Gewürzen an. Wir haben hier jetzt Putenfleisch, das habe ich jetzt schon klein geschnitten in dünne Scheibchen. Ihr könnt aber auch Hühnchenfleisch oder Schweinefleisch nehmen. Dann haben wir hier Öl, Hühnerbrühe oder für die vegetarische Variante dann Gemüsebrühe, Stärke, Wasser, Ingwer, Knoblauch, beide schon vorgehackt, Pfeffer, Zucker, Austernsoße, dunkle Sojasauce, helle Sojasauce und Sesamöl. Natürlich das Dunkle aus den gerösteten Samen. Als erstes marinieren wir das Fleisch und geben dazu die Hälfte von unserem Ingwer hinzu. Ein halber Esslöffel helle Sojasauce. Ein Teelöffel Speisestärke. Und noch einen halben Esslöffel Wasser. Das mischen wir jetzt gut miteinander. Das kommt jetzt in den Kühlschrank und darf erstmal ziehen. Und in der Zeit bereiten wir schon mal die Soßen vor und kümmern uns ums Gemüse. Wer möchte, kann es auch einfach einen Tag vorher schon vorbereiten und über Nacht marinieren lassen. Für unseren ersten Soßenmix für die Nudeln nehmen wir jeweils einen Esslöffel Austernsoße, helle Sojasauce und Sesamöl. Für die vegetarische Variante könnt ihr die Austernsoße übrigens gegen vegetarische Mushroomsoße ersetzen. Und dann geben wir in den Soßenmix noch ein Viertel Teelöffel dunkle Sojasauce, 2 Esslöffel Öl und 2 Esslöffel Hühnerbrühe. Und bei der dunklen Sojasauce bitte dran denken, also dunkle und nicht helle, denn die sehen farblich eigentlich gleich aus, nur ist die dunkle etwas salziger und dickflüssiger. Und ja, ich würde halt chinesische statt japanische nehmen. Ist ja auch kein japanisches, sondern ein chinesisches Gericht. Die genauen Mengenangaben, die findet ihr übrigens wie immer im Rezept, welches ihr unten als PDF verlinkt findet. So, das war jetzt der Soßenmix für die Nudeln. Und jetzt kommt noch der zweite Soßenmix, in dem wir unser Gemüse und das Fleisch anbraten. Und da kommen einfach die restlichen Zutaten, die wir auch für den ersten Soßenmix benutzt haben, rein. Und dann noch der Pfeffer, der Zucker, ein Teelöffel Stärke und ein bisschen Wasser. Also die Austernsoße, das Sesamöl, die dunkle Sojasauce, die helle Sojasauce, das Öl und auch unsere Brühe und dann noch Pfeffer und Zucker, die Stärke und dann noch ein Teelöffel Wasser. Und das verrühren wir natürlich auch gut miteinander. So, schauen wir uns noch die restlichen Zutaten an, und zwar haben wir hier Nudeln, Pilze, Shiitake-Pilze habe ich hier, trockene, die werden wir gleich einweichen. Dann eine Lauchzwiebel, eine Chili, ein bisschen Lauch, also der weiße Teil davon, ein bisschen Karotte und Pak Choi. Oft sind ja noch Sprossen drin, wie zum Beispiel Sojasprossen oder auch Bambussprossen. Und Sellerie ist auch manchmal drin. Sellerie wollte ich jetzt nicht drin haben, Sojasprossen waren aus. Im Prinzip könnt ihr eigentlich auch nehmen, was ihr halt gerade an Gemüse da habt und drin haben wollt. Und statt der trockenen Pilze, wenn ihr die nicht bekommt oder nicht drin haben wollt, könnt ihr zum Beispiel auch frische Pilze nehmen. Die Nudeln, die tun wir jetzt erstmal beiseite. Und die Pilze, die übergießen wir mit heißem Wasser und lassen sie etwas ziehen, damit sie weich werden. Und während unsere Pilzchen schön ziehen, kümmern wir uns um die anderen Zutaten und schnippeln alles das klein, was noch klein geschnitten werden muss. Also die Chili, aus der machen wir einfach dünne Streifchen. So, ein paar davon hebe ich mir zum Dekorieren nachher auf und den Rest gebe ich einfach zum Lauch, weil es eh zusammen angebraten wird. Und das gleiche machen wir auch mit der Lauchzwiebel, also einfach solche dünnen Streifchen draus machen. Die können wir auch einfach zum Lauch geben.
Und aus diesem kleinen Rest mache ich einfach ein paar Ringe zum Garnieren. Die Pak Choi-Köpfe, die habe ich jetzt schon zur Hälfte durchgeschnitten und gründlich gewaschen. Und die schneiden wir jetzt noch weiter klein. Den grünen Teil, den kann man eigentlich einfach nur so abschneiden. Der wird beim Braten eh kleiner, obwohl den kann man noch ein bisschen zur Hälfte durchschneiden. So. Und dann machen wir aus diesen Teilen einfach auch etwas dünnere Streifen. So dünn reicht es auch schon. Mittlerweile sollten unsere Pilze dann auch schon weich genug sein und die holen wir jetzt aus dem heißen Wasser raus. Die lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen und dann werden sie klein geschnippelt. Während wir gleich unsere Pilzchen schneiden, können die Nudeln schon mal im heißen Wasser garen und da kommt es einfach darauf an, welche Nudeln ihr nehmt. Einfach gucken, wie lange die brauchen. Das steht natürlich in der Regel auf der Packung drauf. Und aus den Pilzchen machen wir einfach solche dünnen Scheibchen. Aber erst kommt noch der Strunk ab. Unsere Nudeln habe ich jetzt schon mal abgegossen und die kommen jetzt in den Servierteller. Da geben wir jetzt auch unseren Soßenmix für die Nudeln dazu, aber vorher noch mal kurz durchmischen. Und das mischen wir natürlich alles gut miteinander. Dann machen wir uns ans Braten und schwitzen in ein bisschen Öl den Knoblauch zusammen mit dem Ingwer an. Dann geben wir das Fleisch dazu, braten kurz weiter, geben nun die Pilze und auch die Karotten dazu und braten das Ganze so lange weiter an, bis das Fleisch gar ist. Jetzt geben wir die Soße hinein und damit lassen wir das Ganze so ungefähr eine halbe Minute lang kochen. Und wenn euch die Soße nicht dickflüssig genug wird, könnt ihr auch noch ein bisschen Stärke gemischt mit Wasser hineingeben. Ich gebe da jetzt zum Beispiel noch ein Teelöffelchen rein. Wenn ihr wollt, dass das Ganze noch mehr an dem Gemüse bzw. Fleisch kleben bleibt, einfach noch mehr Stärke hinzugeben. Aber dran denken, immer vorher gut mit Wasser mischen. Sonst verklumpt euch das. Jetzt zum Schluss rühren wir noch die Chili, den Lauch und die Lauchzwiebel hinein. Der Pak Choi kommt auch hinzu. Einfach gut miteinander mischen und sobald die Blätter vom Pak Choi so ein bisschen welk sind, ist das Ganze auch schon fertig und dann geben wir das über die Nudeln. Über die Nudeln damit. Das vermischen wir jetzt noch ein bisschen mit den Nudeln und garnieren das Ganze dann noch mit den übrigen Chili-Streifen und Lauchzwiebelringen. Ich hoffe, das Gericht hat euch gefallen und wenn ja, Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn ihr die Gerichte nachmacht und mir Bilder schickt, zum Beispiel bei Instagram, Facebook oder Twitter. Geht das bei Twitter? Ja, geht bei Twitter auch, ne? Ja, also auch bei Twitter. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bis bald!